Knochen. Man nennt das dann Osteolysen. Da wird sozusagen der Knochen weich, es entstehen Löcher im Knochen. Man sieht es hier auf der rechten Seite sehr schön an diesem Schädel, wo dann diese Löcher, man nennt es dann einen Schrotschussschädel. Das kommt häufiger bei Patienten vor. Noch häufiger ist dann aber auch die Wirbelsäule von diesen Knochenveränderungen betroffen. Ein zweites Problem ist, dass durch die bösartigen Zellen, die sich im Knochenmark vermehren, der rote Blutfarbstoff abfällt. Es kommt zur Anämie, dann werden falsche Eiweiße gebildet, es kommt zur Niereninsuffizienz und es kann durch die Zerstörung am Knochen auch zu einer Freisetzung von Kalzium kommen. Das sind also Dinge, wo dann tatsächlich der Patient auch direkt merkt, dass eben Organe betroffen sind und dass sich dann entsprechende Konsequenzen abzeichnen. Auch häufige Infektionen spielen hier eine wichtige Rolle. Und das versucht man jetzt zu vermeiden. Wie geht man da vor? Man wählt die sogenannten Slim-Crab-Kriterien. Entschuldigung. Man wählt die sogenannten Slim-Crab-Kriterien aus. Das heißt, man versucht, die Patienten zu identifizieren, wo diese Organschäden, die ich gerade gezeigt habe, innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre zu erwarten sind. Und da hat man drei Kriterien vor allem gefunden. Im Knochenmark mehr als 60% Infiltration des Knochenmarks durch die bösartigen Myelomzellen oder wenn die freien Laichketten entsprechend vermehrt sind oder wenn man im Kernspin mehr als eine fokale Läsion im Knochenmark findet. Warum hat man diese Kriterien ausgewählt und welche Konsequenz hat das, wenn diese Kriterien erfüllt sind? Und das sehen Sie in dem nächsten Folie, in der nächsten Folie hier. Das ist die Knochenmarkinfiltration. Hier Sie sehen, wenn ein Patient mehr als 60% Knochenmarkinfiltration hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu diesen Organschäden kommt, so hoch, dass sie praktisch bei allen innerhalb von 1 Jahr oder von 2 Jahren aufgetreten sind. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch, was passiert, wenn diese Slim-Crab-Kriterien nicht erfüllt sind. Das ist diese blaue Kurve. Dort ist es so, dass bei diesen Patienten, bei denen zwar ein Myelom gesichert ist, aber diese Slim-Crab-Kriterien nicht erfüllt sind, auch nach 10, 12 Jahren mehr als 50% der Patienten weiterhin keine Organschäden haben. Diese Patienten merken von ihrer Erkrankung nichts. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass man zumindest derzeit ganz klar sagt, ein Patient, der diese Slim-Crab-Kriterien nicht erfüllt, sollte nicht behandelt werden, weil er eine Chance von über 50% hat, nach 12 Jahren nach wie vor in einer völlig stabilen Situation ohne Symptome zu sein. Was machen wir jetzt, wenn der Patient tatsächlich diese Slim-Crab-Kriterien erfüllt hat oder wenn eine Organschädigung aufgetreten ist? Die erste Entscheidung ist, ist der Patient für eine Transplantation geeignet? Ja oder nein? Wenn er nicht geeignet ist, dann hat man bisher folgende Therapieverfahren durchgeführt. Man hat eine Kombinationstherapie gemacht mit Velcade, also Bortezomib, Melphalan, Prednison oder Revlimid, Dexamethason. Damit konnte man in etwa für 2 Jahre die Krankheit kontrollieren. Also kein besonders tolles Ergebnis. Und das hat sich jetzt aber deutlich verbessert, weil man jetzt bereits in der Erstlinientherapie einen Antikörper einsetzt. Und hier sind verschiedene Protokolle dargestellt, wie man einen solchen Antikörper bei dem multiplen Myelom in der Erstlinientherapie einsetzen kann. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Also dadurch, dass man jetzt einen Antikörper mit dazu nimmt, Sie sehen das oben in der oberen Kurve, kann man das krankheitsfreie Überleben dramatisch verbessern. Und ich hatte Ihnen vorher gezeigt, bisher war die Krankheitskontrolle etwa 2 Jahre. Wir gehen davon aus, dass mit der Zugabe des Antikörpers sich das Ganze auf 4, 5, eventuell sogar über 5 Jahre hinaus verlängern lässt. Also wirklich eine deutliche Verbesserung der Krankheitskontrolle durch die Zugabe eines Antikörpers bereits in der Erstlinientherapie. Wie geht man vor, wenn der Patient transplantationsgeeignet ist?
Hier ist es nach wie vor so, dass man grundsätzlich eine Transplantation dann durchführt. Warum? Sie sehen hier Überlebenskurven von Patienten, die transplantiert worden sind. Und wenn es gelingt, eine komplette Remission nach einer Transplantation zu erreichen, dann haben wir inzwischen Patienten in der Größenordnung von 20 bis 25% bei einer erreichten kompletten Remission, die nach 15 bis 20 Jahren immer noch krankheitsfrei sind. Das ist schon mal ein ganz gutes Ergebnis, aber man würde gerne natürlich dieses Ergebnis weiter verbessern. Und wie geht man hier vor? Man verwendet die neuen Substanzen, unter anderem auch Antikörper, bereits in der Erstlinientherapie vor der Transplantation. Hier sehen Sie ein Protokoll, das wir derzeit in Würzburg und auch in anderen deutschen Standorten durchführen. Da werden verschiedene Substanzen kombiniert. Hier ist es Carfilzomib, Revlimid und Dexamethason. Und in dem einen Arm wird noch ein Antikörper dazugegeben. Sie sehen, was wir hier vorhaben. Wir gehen davon aus, dass man mit so einer Viererkombination vor und nach Transplantation eine krankheitsfreie Zeit von mindestens 10 Jahren erreichen wird. Das war die Vorgabe und eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass das sehr realistisch ist. Hier hat man auch eine Viererkombination gewählt und Sie sehen, dass nach 2 Jahren über 95% der Patienten noch krankheitsfrei sind. Das heißt also, hier kommen ganz neue Therapieverfahren mit Ergebnissen, die wir eigentlich uns vor 2 bis 3 Jahren noch nicht haben vorstellen können. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist die Frage, soll man einmal oder soll man zweimal transplantieren? Hier gab es eine große europäische Studie, die inzwischen abgeschlossen worden ist. Und Sie sehen hier, dass eine Doppeltransplantation das krankheitsfreie Überleben um mehr als 12 Monate verlängert. Und dass dieser Vorteil sich besonders dann bemerkbar macht, das ist hier dargestellt, wenn sogenannte Hochrisikokriterien erfüllt sind. Da kann das krankheitsfreie Überleben durch eine zweite Transplantation sogar verdoppelt werden. Sie sehen 46,8 versus 26,5 Monate. Was haben wir also tatsächlich in den letzten Jahren erreicht? Bei Multiple Myelom, wo man vor wenigen Jahren noch die Situation hatte, dass das nach 2 bis 3 Jahren alle Patienten einen Rückfall erlitten haben und die Überlebenszeit sicher kaum über 3 Jahre war, haben wir inzwischen für transplantationsgeeignete Patienten ein mittleres Überleben von über 12 Jahren und für nicht transplantationsgeeignete Patienten von 7 Jahren. Das sind also schon deutliche Fortschritte. Aber wie man so schön sagt, wir haben noch Luft nach oben und ich will Ihnen jetzt mal die Risikoprobleme oder die Risikogruppen mal vorstellen, wo wir uns besonders verbessern müssen und dann auch mal neue Möglichkeiten aufzeigen. Eine Gruppe, die besonders schlecht läuft und deshalb macht man immer wieder diese zytogenetischen Analysen, sind Patienten, bei denen am Chromosom 17 Veränderungen auftreten. Und bei diesen Patienten ist das mediane krankheitsfreie Überleben trotz neuer Therapien unter 2 Jahre. Also hier müssen wir uns verbessern. Das zweite Problem, und ich weiß, dass auch Patienten, die von diesem Problem betroffen sind, jetzt heute uns zuhören, das sind Patienten, bei denen es zu einem frühen Rückfall nach einer autologen Stammzelltransplantation kommt. Früher Rückfall heißt innerhalb von weniger als 1,5 Jahren nach der Stammzelltransplantation. Und ein drittes Problem, das sehr viele Patienten betrifft, ist, wenn der Patient letztendlich auf das, was wir bisher in der Therapie des Myeloms einsetzen, Bortezomib, Revlimid, Daratumumab oder Carfilzomib, kein Ansprechen mehr da ist, dann ist die Situation auch sehr, sehr schwierig geworden. Was kann man bei diesen Patienten dann anbieten? Was gibt es an neuen Entwicklungen? Es gibt zum einen neue Entwicklungen, die von den sogenannten immunmodulatorischen Substanzen ausgehen. Das sind Nachfolgepräparate von Lenalidomid und Pomalidomid. Sie sehen hier eines dieser Moleküle, das heißt Iberdomid. Und das Iberdomid wird jetzt zunehmend in klinischen Studien
erprobt. Wir haben da auch einige Studien hier in Würzburg laufen und Sie sehen das auch bei Patienten, die sozusagen auf alles andere nicht mehr ansprechen, hier noch bis zu 30% Ansprechrate da ist. Ein anderer Weg, den sehen Sie hier, geht letztendlich über genauere Analysen der Tumorzellen. Dazu ist eine Knochenmarkpunktion notwendig. Und Sie sehen jetzt hier, dass uns die Knochenmarkpunktion und die Analyse der Tumorzellen zum einen hilft, zu verstehen, warum ein Patient auf bestimmte Substanzen nicht mehr anspricht. Zum Beispiel dieser Patient hatte kein Ansprechen mehr auf Revlimid, Pomalidomid, Velcade, Kyprolis oder auch Dexamethason. Das konnten wir tatsächlich durch genetische Analysen vorhersagen. Hilft es uns auch, mit dem Patienten ein neues Therapieverfahren zu entwickeln? Ja, wir haben bei diesem Patienten dann eine sogenannte Whole Genome Analyse durchgeführt und diese Whole Genome Analyse hat dann gezeigt, dass es zwei genetische Veränderungen gab, eine sogenannte BRAF-Mutation und eine Translokation L14. Das hat man aus einer Knochenmarkprobe sozusagen als Information gewonnen und das hat dann tatsächlich auch neue therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Sie sehen hier, dass man durch diese BRAF-Mutation dann eine neue gezielte Therapie eingeleitet hat und diese gezielte Therapie hat bei diesem Patienten ein sehr eindrucksvolles Ansprechen, das auch längere Zeit anhielt, dann ermöglicht. Die zweite genetische Veränderung, diese Translokation L14, ist ebenfalls eine wichtige Information, weil es auch daraus neue Therapiemöglichkeiten sich erschließen. Und diese Therapie heißt Venetoclax. Und mit dem Venetoclax, wie ich Ihnen an einem Beispiel zeigen, kann man bei Patienten, die sozusagen auf keine andere Therapie mehr ansprechen, das war also ein Patient, der hatte Velcade, der hatte Revlimid, der hatte Daratumumab, Pomalidomide, eine Transplantation hat nicht angesprochen. Und wir haben dann aufgrund dieser L14-Translokation eine Therapie eingeleitet mit diesem Venetoclax und das dann noch kombiniert mit Carfilzomib. Und Sie sehen, dass der Patient zum ersten Mal ein Ansprechen hatte und sogar eine anhaltende komplette Remission entwickelt hat. Also ganz wichtig, genetische Analysen durchzuführen. Was gibt es an weiteren neuen Entwicklungen? Ganz aktuell zugelassen ist eine Kombination oder ist eine neue Substanz, die heißt Belantamab. Belantamab ist eine Kombination aus einem Antikörper mit einem an diesen Antikörper gekoppelten zytostatischen Therapie. Das heißt also, der Antikörper macht eine Wirkung an der Tumorzelle und das Zytostatikum, das sozusagen an die Tumorzelle herangeführt wird, er verstärkt diese Wirkung. Und man hat diese Substanz eingesetzt hier bei Patienten, die deutlich vorbehandelt waren und hat noch ein Ansprechen von 60% gefunden. In der Anschlussstudie war das Ansprechen nicht mehr ganz so gut. Es waren aber hier massiv vorbehandelte Patienten, aber auch hier ein Ansprechen noch von 30%. Und Sie sehen, wenn der Patient anspricht, hat er die Chance von im durchschnittlich 11 Monate letztendlich in Remission zu bleiben. Der große Vorteil dieser Substanz ist, dass sie nur alle 3 Wochen gegeben werden muss. Hier sind im Augenblick sehr viele Aktivitäten unterwegs, wo man versucht, diese Substanz mit anderen Substanzen zu kombinieren und dadurch die Wirksamkeit nochmal zu erhöhen. Die sicher wichtigste und wahrscheinlich erfolgsversprechendsten neuen Substanzen sind jetzt allerdings mehr immuntherapeutische Substanzen, bispezifische Antikörper und KT-Zellen. Da will ich jetzt kurz mal drauf eingehen. Was ist der Hintergrund? Weil wir haben das Problem, dass der Tumorpatient meistens zu wenig Immunzellen hat, die den Tumor erkennen können. Das heißt, wir müssen die anderen Immunzellen irgendwo umprogrammieren, dass sie gegen den Tumor vorgehen. Und da gibt es verschiedene Strategien, das zu erreichen. Und ich zeige Ihnen hier eine Möglichkeit, das sind so die sogenannten bispezifischen Antikörper. Das sind kleine Moleküle, die mit einer Bindungsstelle an die Immunzelle und mit einer anderen Bindungsstelle an die Tumorzelle binden. Sie sehen das hier
nochmal dargestellt. Das ist also die Immunzelle, die zum Beispiel gegen das Grippevirus gerichtet ist. Da bindet sich dieses Molekül, dieser bispezifische Antikörper auf diese Immunzelle und mit seiner anderen Bindungsstelle bindet er an die Tumorzelle. Das führt dann letztendlich dazu, dass eine Immunzelle, die eigentlich zum Beispiel gegen eine virusinfizierte Zelle gerichtet ist, plötzlich eine andere Funktion übernimmt und jetzt die Tumorzelle abtötet. Das haben wir als Prinzip zunächst mal beim Non-Hodgkin-Lymphom, bei der akuten lymphatischen Leukämie in großen Studien evaluiert und haben eine Reihe von Studien auch bei verschiedenen soliden Tumoren jetzt laufen. Aber was wir in Würzburg sehr intensiv auch sozusagen evaluiert haben, war die Wirkung dieser spezifischen Antikörper beim multiplen Myelom. Und Sie sehen hier eine Studie, die wir gemeinsam mit Kollegen in Frankreich durchgeführt haben, wo man sieht, dass ein solcher bispezifischer Antikörper, ich habe Ihnen das Prinzip ja gerade gezeigt, bei der Dosierung von 400 Mikrogramm pro Tag, das war sozusagen die wahrscheinlich beste Dosierung, dass wir immerhin bei massiv vorbehandelten Patienten noch eine Ansprechrate von 70% erreicht haben und bei 50% sogar komplette Remission. Und wir haben einige Patienten, die jetzt seit über einem Jahr bereits krankheitsfrei sind. Das Prinzip wird jetzt im Augenblick mit weiteren neuen Substanzen sozusagen überprüft. Das ist jetzt wieder ein anderer bispezifischer Antikörper, der den Vorteil hat, dass er zum Teil nur noch einmal pro Woche und dann später nur auch noch alle 2 Wochen und dann monatlich gegeben werden muss. Und auch dieser bispezifische Antikörper zeigt eine hohe Ansprechrate von über 8, fast 90% und komplette Remission von 40%. Und Sie sehen, dass auch hier Patienten zum Teil über ein Jahr lang krankheitsfrei waren. Und es gibt noch einen weiteren bispezifischen Antikörper, der jetzt in die klinisch oder der schon weit fortgeschrittenen klinischen Studien ist, Teclistamab. Und Sie sehen auch hier wiederum, dass die Substanz, das war bei der vorigen Substanz, hatte ich das jetzt nicht gezeigt, mit relativ wenig Nebenwirkungen auch einmal pro Woche gegeben werden muss. Und hier sehen Sie auch, dass diese Substanz weit über 60% Ansprechrate auch bei intensiv vorbehandelten Patienten hat und mindestens 25% komplette Remission und auch mit dieser Substanz wiederum letztendlich längere krankheitsfreies Überleben dokumentiert wird. Also ich glaube, da haben wir wirklich neue Substanzen, die beim Myelom gerade auch bei fortgeschrittenen Patienten mit hoher Effizienz eingesetzt werden können, mit relativ geringen Nebenwirkungen. Wir gehen davon aus, dass die Substanzen auch zunehmend früher in der Therapie des Myeloms zur Anwendung kommen. So, im letzten Teil meines Beitrags möchte ich gerne noch auf die KT-Zellen eingehen, die ja auch, wir gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr sogar die Zulassung für das erste KT-Zellprodukt bei Multiple Myelom haben werden. Was ist hier das Prinzip? Wiederum geht es darum, dass man Immunzellen, die eigentlich eine andere Funktion haben, mit einem neuen Rezeptor ausstattet. Das heißt, die Zellen werden dem Körper entnommen, genetisch verändert und dann dem Patienten wieder zurückgegeben und erkennen dann plötzlich auch die Tumorzelle. Und Sie sehen, hier ist dieser neue Rezeptor, der hier sozusagen in die Zelle eingeführt wird. Dieser Rezeptor erlaubt dann verschiedene Oberflächenmoleküle auf der Tumorzelle zu erkennen und darüber dann die Tumorzelle letztendlich auch abzutöten. Hier sehen Sie nochmal den Ablauf, wie das Ganze sozusagen durchgeführt wird, eine solche KT-Zelltherapie. Die Immunzellen werden dem Patienten entnommen, die werden dann oder in ein Zentrum gebracht, wo diese Zellen dann genetisch manipuliert werden. Wir machen das im Augenblick in Würzburg auch, in einer Studie, die wir sozusagen selber durchführen. Meistens werden diese KT-Zellen allerdings mit einem industriellen Partner dann sozusagen generiert. Diese genetisch veränderten Immunzellen werden dann vermehrt
Und nach einer Vorbehandlung, die einen dreitägigen stationären Aufenthalt erforderlich macht, dann dem Patienten zurückgegeben, wo der Patient dann nochmals 14 Tage überwacht werden muss, weil es durch diese Immunzellen auch zu ausgeprägten Immunreaktionen kommen kann. Hier sehen Sie die Patientin, die sozusagen dazu geführt hat, dass diese CAR-T-Zell-Therapie sich weltweit jetzt auch durchgesetzt hat. Ein junges Mädchen, das im Alter von 4 Jahren einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankt ist, die sozusagen in verschiedenen amerikanischen Zentren intensiv chemotherapiert wurde. Die Leukämie hat auf nichts mehr angesprochen. Man hat den Eltern eigentlich schon empfohlen, das Kind jetzt in eine palliative Betreuung zu geben. Und dann hat sie sich entschlossen, an einer Studie teilzunehmen, oder die Eltern und das Kind auch sich entschlossen, an einer Studie teilzunehmen, wo diese CAR-T-Zellen dann eingesetzt worden sind. Und das Mädchen ist jetzt seit 8 Jahren krankheitsfrei. Das war damals natürlich ein extrem beeindruckender Erfolg und hat dazu geführt, dass diese Therapie sich sozusagen durchgesetzt hat und dass man dann auch geprüft hat, inwieweit diese Behandlung auch bei anderen Tumorerkrankungen dann zur Anwendung kommen kann. Hier sehen Sie jetzt, wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr bereits ein CAR-T-Zell-Produkt, ID-Cell, für das Multiple Myelom zur Verfügung haben werden, das dann tatsächlich als zugelassene Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Myelom zur Verfügung steht. Ein anderes Produkt, CARTITUDE, ja, hat den schönen Namen Cytocell, ist ähnlich wirksam. Sie sehen hier die Daten, die jetzt aktuell auf dem letzten amerikanischen Krebskongress vorgestellt worden sind. 100% ansprechend, 86% komplette Remission und nach 9 Monaten bei wirklich massiv vorbehandelten Patienten ein krankheitsfreies Überleben jetzt schon von 86%. Da sehen Sie also die unglaubliche Potenz der CAR-T-Zellen auch bei Multiple Myelom. Die Nebenwirkungen sind etwas ausgeprägter als bei den bispezifischen Antikörpern. Was man typischerweise sieht, ist mehr Immunreaktion, auch eine gewisse Neurotoxizität bei den Patienten. Also kann auch zu Beeinträchtigung der Bewusstseinslage kommen. Also wir haben auch Patienten schon gesehen, die wir dann intensiv überwachen mussten vor einige Tage. Das gibt es allerdings selten bei Multiple Myelom. Das wird man häufiger sehen bei Patienten, die mit einem Non-Hodgkin-Lymphom behandelt werden. Das Problem im Augenblick in diesen fortgeschrittenen Krankheitsstadien ist, dass wir nicht den Eindruck haben, dass die CAR-T-Zell-Therapie wirklich eine Heilung bringt. Wir haben Patienten, die jetzt seit 3 bis 4 Jahren krankheitsfrei sind, aber bei der überwiegenden Zahl der Patienten kommt es doch nach 12 bis 24 Monaten auch nach einer CAR-T-Zell-Therapie zu Rückfällen. Und da geht es jetzt darum, dass man sozusagen jetzt mit guter Forschung versucht, diese CAR-T-Zellen, das sind ja die Erstgenerationsprodukte, dass man die weiter verbessert. Und Sie sehen hier verschiedene Ansätze, die wir unter anderem auch in Würzburg verfolgen, um diese Therapie noch wirksamer zu machen. Hier sehen Sie eines der Probleme, wo wir weltweit im Augenblick auch tatsächlich stehen. Wir haben das Problem, dass viele der Entwicklungen im Augenblick nicht mehr in Europa stattfinden. Sie sehen hier zum Beispiel die CAR-T-Zell-Entwicklung. Die wird inzwischen nicht mehr von USA dominiert, sondern inzwischen von China. USA liegt kurz dahinter und Europa ist weit abgehängt. Und das ist sicher eine Situation, an der wir dringend arbeiten müssen. Und Sie sehen aber auch, dass wir in Europa gute Fortschritte machen. Wir waren die Ersten, die letztendlich zeigen konnten, dass es auch gewisse Mechanismen gibt, mit denen sich die Tumorzellen der Überwachung durch solche CAR-T-Zellen entziehen, dass nämlich dieses Target auf den Myelomzellen runterreguliert wird. Und wir haben deshalb eine neue Therapiestrategie in Würzburg entwickelt, bei der wir jetzt solche CAR-T-Zellen generieren, die unabhängig sind von der Oberflächen
Erkennung dieses BCMA-Moleküls, das ja offensichtlich bei bestimmten Patienten auch runterreguliert werden kann. Und ein Problem bei den BCMA-CAR-T-Zell-Studien, das ist zum Beispiel bei IDCell oder auch bei diesem CAR-T-Cell, ist, dass wenn man mit einer BCMA-gerichteten Therapie vorbehandelt hat, dass dann letztendlich keine Möglichkeit besteht, mit einer CAR-T-Zelle den Patienten noch zu behandeln. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier auch ein neues Target angehen, das LAMF7. Und wir haben tatsächlich jetzt schon drei Patienten mit solchen eigenen CAR-T-Zellen behandeln können und bisher zumindest wenig Toxizität und auch Ansprechen gesehen.